Es wird wieder Zeit für einen Newsflash, meine Lieben. Macht es euch gemütlich, denn wir haben viel zu besprechen. Neben Blue Origins frecher PR-Strategie gab es ein gewaltiges Drama um die internationale Raumstation. Boeings Starliner hat auch für Furore gesorgt. Es gibt noch Neuigkeiten vom Mars Rover Perseverance und seinem kleinen Begleiter Ingenuity. Elon Musk hat auf dem Tag der künstlichen Intelligenz von Tesla veranstaltet, aufhorchen lassen, als er einen humanoiden Roboter vorstellt. In der heutigen Ausgabe erkunden wir, was dieser Roboter kann und was Elon damit vorhat. Will Elon jetzt die Weltherrschaft an sich reißen? Ach ja, und Rocket Lab hat auch von sich hören lassen. Abonniere jetzt Mars Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Fangen wir gleich beim Drama um die ISS an. Ende Juli schickte Russland mit Hilfe einer Proton-M-Rakete das letzte Modul Nauka zur Internationalen Raumstation oder kurz ISS. Wir wissen bereits jede Menge dazu, deswegen werde ich darauf nicht viel mehr eingehen. Moritz hat das Thema auf seinem Kanal Senkrechtstarter bereits ausgiebig behandelt. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass es mich sehr verwundert, dass so etwas überhaupt passieren kann. Das Modul kommt mit vielen Jahren Verzögerung an und kostet der ISS-Crew beinahe das Leben. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Das geht nicht. Die Crew ist mit einem Schrecken davongekommen. Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Keine zwei Wochen später, am 3. August, hätte Boeings brandneue Crew-Kapsel ihren zweiten Versuch starten sollen, ohne Crew zu ISS und zurück zur Erde zu kehren. Der erste Versuch, vergangenes Jahr, ging massiv in die Hose. Vermeintlich waren alle der beinahe 100 Beanstandungen der NASA nach dem ersten Testflug behoben. Und tatsächlich glaube ich das auch. Dennoch konnte die Mission nicht ausgeführt werden. Der Grund dafür waren unbewegliche Ventile. Die hohe Luftfeuchtigkeit hatte dazu geführt, dass die Ventile klebten und nicht ferngesteuert werden konnten. Daher wurde der Start kurz vor T-0 abgebrochen. Die Kapsel musste samt Rakete zurück ins Integrationsgebäude. Dort wurden die beiden getrennt, damit man an alle betroffenen Stellen herankam. Die meisten Ventile haben sie nun im Griff, aber noch nicht alle. Das Problem war, dass Feuchtigkeit in das Antriebssystem der Kapsel geraten war und mit dem Wasserstofftetroxid reagiert hatte. Das führte wiederum dazu, dass die Ventile verkleben. Dieses Problem hätte mit Menschen an Bord vermutlich keine dramatischen Auswirkungen gehabt. Denn damit die Rakete startet, müssen diese Ventile offen sein. Somit wird das Problem immer entdeckt. Das größere Debakel für Boeing ist eher, dass sie ein Problem haben, das sie verhältnismäßig schnell beheben können. Aber die nächsten Monate passen entweder die Ausrichtung des Startplatzes mit der ISS nicht oder ULA hat keine Kapazitäten oder ihre Rampe ist besetzt. Diese Verzögerung könnte den nächsten Versuch eines orbitalen Testflugs für Starliner ins nächste Jahr schieben. Irgendwie traurig. Ich wünsche mir unbedingt einen Mitbewerber für SpaceX's Dragon Kapsel. Diese befördert übrigens mittlerweile seit einem Jahr erfolgreich Crew zu ISS und zurück. Es ist nicht so, dass Boeing Starliner über den Haufen werfen wird. Aber diese ständigen Verzögerungen sind ärgerlich. Denn sollte jemals etwas mit Dragon oder der Falcon 9 sein, gibt es als einzige Alternative nur die russische Soyuz. Dadurch würde die Crew der ISS zwangsläufig wieder kleiner werden und man könnte plötzlich keine Forschung mehr betreiben auf der ISS. Es geht hier nicht darum, dass die Russen die Bösen sind oder dass Boeing unfähig ist, sondern darum, dass die ISS ausgelastet werden muss, damit wir den größtmöglichen wissenschaftlichen Nutzen für die Menschheit daraus ziehen. Auf Englisch sagt man, don't put all your eggs in one basket. Lege nicht alle deine Eier in einen Korb. Das bedeutet so viel wie, dass man sich nicht auf eine Option verlassen darf. Selbst wenn die Option SpaceX ist. Die meisten Probleme, die nach dem ersten Testflug entdeckt wurden, waren Softwarefehler. Dieses Mal war es aber ein Hardware-Problem. Lass dem Video doch gerne einen Daumen hoch da, wenn dir gefällt, was du siehst. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Am 10. August war eine Nachschubmission zur ISS geplant. Die Trägerrakete war Northrop Grumman's Antares 230 Plus mit der Cargo-Kapsel Cygnus. Warum erzähle ich euch davon?
Ich habe den Start gestreamt, aber ich habe bislang nach dem Start nicht mitbekommen, dass einer der internen Computer neu gestartet hat. Der Neustart dauerte 4 Minuten und ratet mal, wann er begonnen hat. 4 Minuten vor dem Ende des kurzen Startfensters. Zum Glück ging sich alles aus und rund 36 Stunden später hatte sich die Kapsel der ISS so sehr genähert, dass der Canada-Arm 2 Cygnus greifen und andocken konnte. Die Astronautin Megan McArthur steuerte den Canada-Arm mit Unterstützung ihres Kollegen Thomas Pesquet. Das war eine besonders interessante Mission, denn in der Kapsel wurden wahnsinnig coole Experimente zur ISS geschickt. Darunter ein 3D-Drucker, der mit Mars und Mond reguliert drucken kann. In meinem Stream gehe ich auf mehrere dieser Experimente ein. Der Stream ist hier in der Beschreibung unten verlinkt. Gut, genug über die ISS. Ihr seht, was sich allein um die ISS herum getan hat. Und ich habe nicht einmal alles abgedeckt. Aber wir gehen zum nächsten Thema. Wir haben schon lange nicht mehr auf den sympathischen Mars Rover Perseverance geschaut. Was macht der eigentlich den ganzen Mars-Tag lang? Percy ist mittlerweile schon über ein halbes Jahr auf unserem Nachbarplaneten. Hier sehen wir den Pfad, den Percy und sein kleiner Begleiter Ingenuity zurückgelegt haben. Ingenuity war eigentlich nur eine Technologiedemonstration und hatte seine Mission nach einigen Wochen schon erledigt und fliegt demnächst zum 13. Mal. Zur Erinnerung, es waren nur eine Handvoll Flüge geplant. Jetzt schwirrt der kleine Helikopter regelmäßig über den Marsboden. Ihr seht auf diesem Bild, dass Ingenuity über schwierigeres Terrain fliegt, während Perseverance den langen Weg außen herum fahren muss. Insgesamt war Ingenuity damit fast 22 ganze Minuten in der Luft und hat dabei mehr als 2,5 Kilometer auf der Marsoberfläche zurückgelegt. Und das, obwohl der kleine Frechdachs keine 2 Kilogramm wiegt. Das geht dank der kleinen Solarzelle, über die Ingenuity verfügt und somit zwischen den Flügen die Akkus laden kann. Perseverance hat mittlerweile seine erste von vielen Bohrungen vorgenommen. Die Operation wurde mit Sorgfalt geplant. Das Bohrloch hier ist etwa 7 cm tief. Als dann die ersten Daten hereinkamen, waren alle verwundert, denn die Kammer war leer. Das Gestein war einfach zerbröselt und herausgefallen. Damit hatte keiner gerechnet. Auch wir als Laien erkennen an diesem Bohrloch, dass das Gestein sehr sandartig ist. Obwohl das im ersten Moment enttäuschend klingt, ist das doch eine große und wichtige Erkenntnis, die Eigenschaft dieser Stelle des Marsbodens aufgedeckt zu haben. Jetzt hat Percy schon ein neues Ziel. Eine neue passende Stelle für die nächste Bohrung finden. Dieses Mal wird vermutlich nicht direkt in den Boden, sondern in einer dieser Steine gebohrt. Wer gerne mehr von den beiden Kumpanen auf dem roten Planeten sehen möchte, kann sich so gut wie alle Bilder kostenlos auf der Seite der NASA ansehen. Links dazu in der Beschreibung unten. Viel Glück, Percy und Ingenuity. Bevor wir zu Blue Origins peinlichen Auftritten der letzten Tage kommen, werfen wir noch einen schnellen Blick auf Peter Beck's Rocket Lab, die nach ihrem Rückschlag bei ihrer letzten Mission ein erfolgreiches Comeback hingelegt haben. Beim fehlgeschlagenen Start gab es ein Problem mit dem Zünder für das Triebwerk der zweiten Stufe. Besucht mich auch gerne auf Instagram, Twitter und TikTok. Dort versorge ich euch regelmäßig mit kleinen Häppchen an Raumfahrt. Links in der Beschreibung. Die Mission mit dem Namen It's a little chilly up here startete am 29. Juli von der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Dieses Mal lief alles wie am Schnürchen. Die erste und zweite Stufe brannten wie geplant und brachten den Forschungs- und Entwicklungssatellit für die US Space Force in einen Erdorbit. Rocket Lab hat das Problem in wenigen Monaten analysiert und behoben. Ich kann mir nicht helfen, ich bin ein riesengroßer Fan dieser Organisation und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg mit Ihrer operativen Electron und mit Ihrer neuen Mittellastrakete Neutron, die 2024 erscheinen soll. So, und jetzt kommen wir zum Theater, das Blue Origin in den vergangenen Wochen veranstaltet hat. Ich hoffe, du sitzt bequem und hast einen Helm auf, denn was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. Nachdem die NASA das Blue Origin Konzept für das Mondlandesystem für Menschen abgelehnt hatte, haben sie natürlich Einspruch gegen den Beschluss eingelegt. Der Einspruch wurde abgewiesen.
Dann dachte ich für einen kurzen Moment, dass da ein Umdenken bei Blue Origin stattgefunden hatte. Denn in einem offenen Brief an die NASA hatten sie verkündet, dass sie bereit seien, mehrere Milliarden selbst beizusteuern. Als das auch nicht dazu geführt hat, dass der US-Kongress einfach mal so zusätzliche Milliarden locker macht für Blue Origin, haben sie wie ein trotziges kleines Kind diese lächerlichen Infografiken veröffentlicht. Prinzipiell steht nichts Falsches auf den Grafiken. Der Hauptaufhänger ist, dass Starship groß, komplex, risikobehaftet und noch nicht operativ ist. Auch auf Boca Chica wird geschimpft. Sie schreiben, dass noch keine orbitalen Flüge von dort gestartet seien. Was schon mal ein Witz ist, weil Blue Origin hat noch gar nichts in einen Erdorbit befördert. SpaceX hingegen hat bereits mehr als 100 erfolgreiche orbitale Missionen absolviert und den Großteil ihrer Booster dabei zurückgewonnen. Also worum geht es hier bitte? Auf den Preis wird in keiner der beiden Grafiken eingegangen. Obwohl SpaceX's HLS um das Vielfache größer und leistungsstärker ist, kostet es weniger als halb so viel wie Blue Origins Konzept. Ich finde, diese negative Energie sollte nicht in dreckige Kampagnen, sondern in das eigene Konzept gesteckt werden. Anstatt das Konzept zu verbessern, versuchen sie die Konkurrenz schlecht zu machen. Obendrein, und das ist jetzt die Härte, will Blue Origin die NASA mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen. Sprich, sie wollen die NASA mit Klagen überhäufen. Und wenn bei derartigen Projekten Klagen im Spiel sind, wird erst einmal alles stillgelegt, bis die Angelegenheiten alle geklärt sind. Also nicht nur ein unpassendes und zu teures Konzept beitragen, sondern auch noch mutwillig den Fortschritt behindern. Ganz nach dem Motto, wenn wir es nicht bekommen, dann soll es keiner bekommen. Wäre ich die NASA, wäre ich über einen derartig kindischen Bewerber nicht erfreut und würde mich in Zukunft vor denen in Acht nehmen. SpaceX hat auch schon mal geklagt, aber damals ist es bei der Vergabe tatsächlich mit faulen Dingen zugegangen und SpaceX hat vor Gericht Recht bekommen. Aber Blue Origins Klagen werden abgeschmettert werden und außer Spesen nichts gewesen. Wenn Blue Origin wenigstens die BE-4 Triebwerke für ULA bereits geliefert hätte oder wenn sie irgendwas anderes als einen Haufen suborbitaler Flüge mit dem Phalluskarussell vorzuweisen hätten. Aber nein, lieber mit dem Finger zeigen, anstatt auf sich selbst zu schauen. Zur Klarstellung möchte ich noch betonen, dass ich hier nicht die Ingenieure und hart arbeitenden Menschen im Hintergrund attackiere, sondern das Management und auch die PR-Abteilung. Denn das ist alles andere als eine saubere PR. Sie erfüllen jedes Klischee des gierigen Bösewichts, der nur seinen eigenen Vorteil im Sinn hat. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass der freie Markt selbst entscheidet, welches Produkt das bessere ist. Da kann Jeff Bezos noch so viel klagen und den Fortschritt stoppen, SpaceX wird trotzdem unermüdlich einfach auf eigene Kosten am HLS weiterarbeiten. Und wenn alles geklärt ist, ist das Starship HLS vermutlich weiter als irgendjemand glauben würde. Echt traurige Einstellung zum Wettbewerb. Das ist weder sportlich noch im Sinne der gemeinsamen Erkundung unseres Universums. So eine ähnliche Aktion haben sie auch gebracht, als Virgin Galactic ihren ersten Flug mit Crew an Bord absolviert hat. Ich frage mich, woher diese Kluft zwischen Selbst- und Fremdbild kommt. Woher dieses falsche Selbstbewusstsein? Und woher diese Dreistigkeit? Ich wünsche Blue Origin viel Glück dabei, sich Freunde zu machen. Kommen wir nun zu einem erfreulicheren Thema. Tesla hat den Tag der künstlichen Intelligenz oder kurz KI veranstaltet und einige echt bahnbrechende Neuerungen und Entwicklungen vorgestellt. Hä? Tesla? Macht doch keine Raumfahrt, also warum erzähle ich euch davon? Keine Sorge, der Kreis schließt sich gleich. In erster Linie wurde der Werdegang ihrer KI zum autonomen Fahren vorgestellt. Das sind einige echt coole und fortgeschrittene Prozesse. Jedenfalls sind sie bereits sehr weit und Elon hat betont, dass Tesla weit mehr ist als ein Autohersteller. Sie bauen im Prinzip einen hochtechnologisierten Roboter mit einem super fortgeschrittenen eingebauten Computer. Sie sind mittlerweile Spezialisten für Software, Batterien, Werkstoffverarbeitung und vieles, vieles mehr. Obendrein haben sie bereits sehr viel Erfahrung damit, Produkte in Serie herzustellen. Daher war es zumindest für Elon Musk naheliegend, dass sie diese Erfahrungen und Technik in einen humanoiden Roboter stecken. Ich darf vorstellen, Optimist.
So heißt der 1,72 Meter große, 57 Kilogramm schwere Roboter. Elon meinte, dass er relativ wenig Kraft haben und nicht besonders schnell laufen wird. Einfach damit man den Roboter im Zweifelsfall überwältigen oder vor ihm davonrennen kann. Optimist soll langweilige, repetitive oder gefährliche Aufgaben erledigen in Zukunft. Merkt ihr schon, wo diese Geschichte hingeht? Aber die oberste Prämisse hier ist, dass Optimist freundlich sein soll. Statt einem Gesicht wird er über einen Bildschirm verfügen. Im Endeffekt unterscheidet sich dieser Roboter weniger von einem Tesla-Auto, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Beide haben den gleichen Computer verbaut, verfügen jeweils über 8 Kameras und die gleiche Software. Er soll lernen können und sogar der Endverbraucher soll ihm noch einige Dinge beibringen können. Man wird ihm einfache Aufgaben erteilen können, wie zum Beispiel, geh in den Supermarkt und kauf einen Liter Milch. Oder trage diese Tasche ins Auto. Also muss nicht jede Bewegung extra programmiert werden. Das ist möglich, weil sie gerade an einem Supercomputer bauen, der extra für das sogenannte Machine Learning optimiert ist. Damit soll sowohl das autonome Fahren als auch das Gehirn von Optimist trainiert werden. Dieser Supercomputer ist modular aufgebaut und man kann unendlich viele davon in Serie schalten. Der Name dieses Supercomputers ist Dojo. Insgesamt hat ein Schrank 1,1 E-Flop. Das bedeutet, dass hier 1,1 Trillionen, also 10 hoch 18 Operationen pro Sekunde durchgeführt werden können. Ein Dojo-Schrank wird Exapod genannt und besteht aus 120 dieser Trainingsplatten. Jede Platte hat 9 Petaflops und besteht aus kleineren Chips, die jeweils in sich eine vollständige Einheit mit Stromversorgung, Speicher, RAM, Interface und Kühlung darstellen. Das bedeutet, du kannst das super skalieren, denn sobald du diese Platte ansteckst, ist sie betriebsbereit. Du brauchst keine extra Peripherie. Dojo wird dann mit vielen Daten aus der Tesla-Flotte gefüttert und spuckt am anderen Ende Optimierungen aus. Du kannst es auch partitionieren, um verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Obwohl es Elon nicht direkt angesprochen hat, sehe ich schon, wie Optimist einer der ersten Passagiere Richtung Mond und Mars sein wird. Ich glaube, dass dieser Roboter in den Anfängen viele der notwendigen Arbeiten im All und auf anderen Himmelskörpern für uns erledigen wird. Ich sehe schon, wie jetzt die Leute aufschreien und sagen, dass uns die Roboter die Arbeitsplätze wegnehmen werden. Und darauf kann ich sagen, ja, du hast recht. Aber wir werden da nicht drum herum kommen. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster mit dem, was ich sage. Ich bin kein Politik- oder Autokanal, aber manchmal sind Dinge ineinander verwoben und sind voneinander abhängig. Elon spricht sich für bedingungsloses Grundeinkommen aus. Dem kann ich mich anschließen. Das hat viele Gründe. Einige davon möchte ich euch gerne nennen. Einerseits würde ein bedingungsloses Grundeinkommen viele Menschen von ihrem Arbeitsplatz befreien. Menschen könnten das machen, was sie gerne und gut machen. Auch wenn das nicht allzu viel Geld bringt, was wiederum zu einer Bereicherung der Gesellschaft führt. Natürlich würden das einige ausnutzen, aber auf lange Sicht glaube ich, dass wir Menschen so ticken, dass wir etwas schaffen wollen. Wir tragen alle Potenziale in uns, das sich nicht entfalten kann. Dadurch hätte jeder mehr Zeit, sich weiterzubilden, Kunst zu konsumieren, zu reisen und vieles mehr. Es gibt auch Menschen, die mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden sind und das ist auch gut so. Diese Menschen werden weiterhin ihre Arbeit machen können. Denn Roboter werden trotz allem in vielen Bereichen nicht mit motivierten Menschen mithalten können. Und dort, wo Roboter besser sind als wir, sollten wir die Arbeit auch den Robotern überlassen. Mir ist schon bewusst, dass das hier ein heißes Eisen ist und ich hier in diesem Video niemals alle Aspekte vom bedingungslosen Grundeinkommen beleuchten kann. Aber ich denke, dass unsere Gesellschaft auf lange Sicht sicher davon profitieren wird. Dafür müssten aber vorher Roboter wie Optimist ausgereift sein, damit das Realität werden kann. Einigen von euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass jetzt unter diesem Video ein neuer Button mit Mitglied werden erscheint. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, Mitglied von Mars Chroniken zu werden, um zahlreiche Vorteile zu genießen. Dazu gehören unter anderem früherer Zugang zu Videos, werbefreie Ausgaben und sogar ein Crew-T-Shirt vom brandneuen Mars Chroniken Merch Shop. Das Angebot für Mitglieder wird natürlich noch weiter ausgebaut. In der letzten Ausgabe habe ich mein Kanalmitglied Lavalink falsch ausgesprochen. Sorry, hoffe, dieses Mal stimmt es. Ein Riesendank geht an Toni von Mondgeflüster für deine Mitgliedschaft.
und Gratulation zu den 1000 Abos. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei allen meinen Patrons für eure großzügige Unterstützung bedanken. Dank eurer Hilfe kann ich hoffentlich bald von YouTube leben. Apropos, Gratulation an Moritz von Senkrechtstarter zu deiner unglaublichen Erfolgsgeschichte. 15.000 Abos, 1 Million Aufrufe und ein weiterer Orbit um die Sonne. Alles Gute zum Geburtstag. Wenn dir gefällt, was ich mache und du hinter die Kulissen blicken möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Boot geholt. Seit einigen Wochen kann man jede meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wada.at nachlesen. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den verschiedensten Themen, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.